Unsere Hände berühren die Süßigkeiten-Schlüssel. Oh, er schaut mir in die Augen. Oh, warte. Niemals. Mitteilen? Denkst du, was ich denke? 100 Schichten. Zeit, die KitKats zu stapeln. Ich glaube, wir sollten einen coolen Turm bauen. Finde ich auch. Lass uns einfach mal weiter stapeln. Oh, er wird schon größer. Mehr KitKats. Wir brauchen noch mehr. Ich glaube, das ist die beste 100-Schichten-Challenge ever. Nun, es dreht sich auch um leckere Süßigkeiten. Okay, immer weiter. Wir müssen 100 erreichen. Wow, schau dir diesen leckeren Schokoturm an. Das wird so großartig, wenn wir fertig sind. Glaubst du, es gibt einen Weltrekord? Wenn ja, glaubst du, wir können den schlagen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Immer weiter stapeln. Oh, fast geschafft. Nur noch eines. So, letztes Stück. Geschafft. Wir haben die Challenge beendet. Schau nur, wie all diese KitKats aufeinander liegen. Perfekte leckere Schichten. Jetzt können wir feiern. Mmh, so lecker. Okay, aber weißt du was? Ich will dieses hier. Nein! Unser leckerer Turm ist umgefallen. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Was für eine Überraschung. Jetzt ist es Zeit für die Geschenke. Wow, ich frage mich, was da drin ist. Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. 100 Schichten? Was? Ich konnte einfach nicht anders. Ich bringe das hier mal in die Küche. Moment mal, sind das 100 Schichten Papier? Oh, irgendjemand da drin? Mann, ich bin immer noch nicht fertig. Ich muss jetzt so nah dran sein. Ach, danke, Hannah. Okay, nur noch ein paar Schichten. Ja, zumindest ist alles Papier sehr hübsch. Fertig? Ach, natürlich nicht. Mensch, ich hoffe, dass ich das alles recyceln kann. Ich kann meine Finger nicht mehr spüren. Oh, komm schon. Ja, hinlegen war eine gute Idee. Ja! Oh, ich hab's bis zum Ende geschafft. Oh, Zeit für die große Enthüllung. Na, packst du immer noch aus? Im Ernst? All das für eine lausige Umarmung? Mann, das ist nicht fair. Komm schon, Olivia. Es ist dein Geburtstag. Schon okay. Irgendwann kriege ich dich schon. Zeit, diese Braunen zum Vorschein zu bringen. Wow. Ach, ich sollte mich wohl besser fertig machen. Kann ich das mal kurz ausleihen? Mann, du hast noch nicht mal bitte gesagt. Ach, reg dich ab. Ich brauche nicht lange. Oh ja? Weißt du was? Du kannst es haben, so lange wie du willst. 100 Schichten lang. Naja, vielleicht wird das gar nicht so schlimm. Okay, los geht's. Oh, wow, so langsam werden sie ganz schön haarig. Könnte ich das im Schlaf tun? Oh, jetzt bildet das eine Kruste. Oh, ich hoffe, ich habe genug Make-up-Entferner. Komm schon, ich muss doch fast fertig sein. Ich sehe aus, als hätte ich Zement im Gesicht. Absoluter Horror. Oh, ich sehe aus, als hätte ich sie nicht mehr alle. Oh, und es brennt. Oh, ich muss das abwaschen.
Sollen wir uns ein anderes Mal treffen? Ich muss los. Leben die vielleicht? Das war's. Ich werde untertauchen. Sich gesund zu ernähren macht nicht immer Spaß. Besonders, wenn es überall nach Pizza riecht. Vielleicht kann ich meine Sinne täuschen und mir vormachen, dass der Käse ist. Na, es war ein Versuch wert. Kann ich mir das Stück kurz leihen, Alice? Ich habe nur dran gerochen, okay? Finger weg von meinem Essen. Ich habe eine Idee. Es ist Zeit für eine Challenge. Warum siehst du nicht zuerst nach, Alice? Kartoffelchips. Und für Alice? Apfelchips. Na, das ist nicht das Gleiche. Moment mal, Olivia. Ich bereite gerade alles vor. Okay, Augen auf. Och Mensch, das ist aber nicht das, was ich sehen wollte. Ja, fair ist fair, oder Alice? Ich schätze ja. Ich habe noch nie Apfelchips probiert. Es gibt für alles ein erstes Mal. Die riechen schon ein bisschen seltsam. Okay, mal sehen. Moment mal. Hey, die schmecken wie Süßigkeiten. Na, vielleicht haben wir zu früh geurteilt. Du bist dran, Olivia. Oh, astrein. Eine heiße Pepperoni-Pizza. Oh, riecht gut. Und für Alice gibt's Ananasscheiben? Oh, meine Lieblingsfrucht. Naja, die ist sowohl gesund als auch süß. Oh, so saftig. Ich schätze, ich nehme auch mal ein bisschen. Eigentlich, warum sollte man nicht das Beste aus beiden Welten haben? So machen die das auf Hawaii, oder? Olivia, nee. Das ist die furchtbarste Idee ever. Bitte, ich flehe dich an. Kontakt hergestellt. Und ein großer Bissen. Alles okay, Olivia? Ja, Ananas auf Pizza ist eines dieser Dinge, die man liebt oder hasst. Mehr für mich, schätze ich. Stopp. Lass mich mal sehen. Ja, genau. Ah, los geht's. Hey, du versteckst kein Essen, oder? Und du, junge Dame? Was hast du denn da unter dem Arm? Zeig mal her. Och. Oh, du hast all das versteckt? Bis später. Was für ein blöder Typ. Was denn mit denen los? Oh, hi, Hübscher. Wir tragen beide Ketten. Deine sieht echt cool aus. Das ist es. Komm schon. Gib mir deine Schokolade. Vertrau mir. Ich bin gleich wieder da. Okay. Hier, nur für dich. Lass es uns probieren. Oh, diese Kette ist unglaublich. Wirklich einzigartig. Mal rein mit dir. Boah, das ist echt toll hier. Und schau dir mal ein schönes Accessoire an. Ich könnte einen Snack vertragen. Welches wirst du essen? Das hier. Schoko-Cheers. Oh Mann, die sind so lecker. Und wir wären fast nicht reingekommen. Hey, mein Lieblingslied. Stopp. Essen ist nicht erlaubt. Hände hoch. Na los. Mann. Ja, alles gut. Arme hoch, bitte. Oh nee, kein Essen?
Da komme ich ja nie durch. Ich habe noch so viel übrig. Ach. Boah, das sieht ähnlich aus, oder? Komm schon, schnell nachdenken. Natürlich. Grüne Dreads, los geht's. Okay, du kannst reingehen. Ich? Ich komme. Wenn du Essen hast, werde ich's finden. Chill. Ja? Snacks zu essen lässt mich Probleme vergessen. Ich will Spaß haben, nicht mein eigenes Grab graben. Ich kenne die Vorschrift, bin ich der, der sie bricht? Lass mich einfach rein und stell mir kein Bein. Oh ja, das war gut. Essen schmuggeln verboten, yo! Ha, das war toll. Rein mit dir. Hey, schöne Haare, Kumpel. Yeah? Nun, und die schmecken noch besser. Wow. Ja, ich weiß. Darf ich? Ja. Ich liebe Grün.